Hallo, liebe Leute. Wir sind wieder zurück hier in Daisy. Immer noch auf dem Weg nach Paris. Nach Paris. Mhm. Mit dabei. Wieso habe ich denn das jetzt gemacht? Mit dabei ist halt wieder der Rob. Ja, da ist er. Ja, das ist er. Hier, schaut euch an. Aus wie so Bankräuber oder irgend sowas. Lass mal weitergehen. Ja, und eigentlich wollten wir euch an dieser Folge, also hallo erstmal. Und eigentlich wollten wir euch an dieser Folge zeigen, wie wir in Paris einmarschieren, aber wir haben festgestellt, Paris Island ist eine Insel. Ja, da gibt's. Und auf die Abdrücken. Insel muss man erstmal draufkommen. Gibt's eine und Brücke? Da gibt's ein Bridge. Eine Train Station Bridge. Dort gehen wir gerade hin, gell? Yes. Wir wollen ja so diese markanten Map-spezifischen Sehenswürdigkeiten zeigen oder wie auch immer man das nennt. Ja, kann man so betiteln, ja, definitiv. So. Zack, Tür auf. Kapuzenpullover und Desinfektionsmittel. Aber es ist ein bisschen abgeflacht, finde ich hier. Also, gibt kein. Irgendwo ins Magazin. Das ist in der Waffe drin. Achso. Geh mal weiter. Was wollte ich denn sagen? Achso, die Kälte. Ich glaube, der hat das ein bisschen runtergedreht. Ja. Weil, da ist die Brücke. Warte, 45 ACP-Munition, ne? Ich vergesse. Brauchst du, ne? Ja. Komm mal her. Ich hab dir mal was gedroppt, das sieht man schön, das Gelb auf Sand. Oh, nice. Oh. Oh, deine Machete liegt noch hier. Ja, ja, ich heb's gleich wieder auf. Okay. Guck, dass das niemand sieht, was du hier machst. In der letzten Folge auch gar nicht, müssen wir uns entschuldigen, wir haben in der letzten Folge gar nicht unseren Englischunterricht fortgeführt. Ja. Kann ja eh keiner von uns. Richtig. So, jetzt hast du eine schöne Wumme am Start, ne? Der Holi hat ja letztens erklärt, dass er uns keinen Englischunterricht haben möchte. Richtig. Das hat uns sehr traurig gemacht in dem Moment, als wir den Kommentar gelesen haben. Ja. Also mich hat es komplett runtergezogen. Ich wollte aufhören, YouTube-Videos zu machen. Der Rob, weil der musste mich wieder aufbauen. Ja, ich musste den Weg dann wieder aufbauen, ja. Boah, ich bin gerade erschrocken. Ich dachte, irgendein Monster oder sowas. Komplett Daisy geschädigt. Es war nur Swellenrauschen. Warte mal bitte, ich muss mal Magazin füllen. Mhm. Hier ist mein Marker. Marker 1. Den kann ich jetzt löschen. Achso, ich stehe genau drauf, ne? Ja. So blöd. Meiner ist auf der anderen Seite. Oh, das Magazin nachladen, das macht mich fertig bei. Das ist schön, ne? Macht Spaß. Ja, very funny. Ja, very nice, vor allem. Wo hab ich denn hier meinen Marker? Oh, da. Rum. Also. Jetzt ist er weg. Oh. So, ach, mal das schöne Eisenbahn-Schienengeräusch wieder. Hoffentlich kommt kein Zug. Ich wollte es gerade sagen, jetzt müssen wir halt aufpassen, dass kein Zug kommt. Ja, kennst du den Film Stand By Me? Ja, Geheimnis eines Sommers und plötzlich erinnert mich eher hier an GTA oder bei Forza Horizon 5, da wollte ich so ein Sammelding holen, da auf auch so eine Bahnbrücke. Mhm. Ich war fast da und da kommt mir ein Güterzug entgegen. Nein. Ah. Rennauto versus Güterzug, aber guck mal hier. Nee, es war kein Rennauto. Unter Wasser die Algen. War kein Rennauto, es hatte Räder, keine Beine. Die Fische? Aber eine sehr tolle Wasserqualität, oder? Ah, schön klar. Ist sehr, sehr toll, würde ich sagen. Das passiert, wenn keine Autos mehr auf diesem Planeten fahren. Ja, wenn die vor allen Dingen, wenn die nicht durchs Wasser fahren. Es fing ja, wisst ihr eigentlich, wie das mit dem Bootbau anfing? Als Leute zum ersten Mal versucht haben, mit einem Auto durchs Wasser zu fahren, da haben die bemerkt, die Räder stören. Ah, okay. Da haben sie die Räder halt abgebaut und Marker löschen und halt unten verschweißt, dass das Wasser eindringen kann. Aha. Dann war das ein Boot und die haben auch das Dach weggelassen, die Fenster und die Türen und so. Hat ja noch gestört? Bei manchen Schiffen haben sie es ja dann später wieder draufgebaut. Ach, Alter, was für ein Scheiß. Weil es doch mal geregnet hat?
Ja, komm, ja. Am besten nichts sagen. Nee, das ist sehr schlüssig. Also, weil es mit dem Auto nicht ging, übers Meer zu fahren, hat man ein Boot gebaut. Genau. Ja, ja, kurz und bündig erklärt. Kurz und bündig erklärt, verständlich für jeden. Auf jeden Fall. Nie tief. So, also wenn man kein Englischunterricht haben will, Geschichtsunterricht möchte man bestimmt haben. Weißt du eigentlich, warum Katzen heißen heute? Nein. Weil als der Mensch das erste Mal auf eine Katze stieß, die Katze lieb gewonnen hatte und die Katze auch ihn oder sie, ja, hat diese Person Katze auf den Arm genommen und wurde gekratzt. Ah, nein. Da wurde die erste Katze Kratze genannt. Ja. Und im Lauf der Jahre der menschlichen Sprachentwicklung ist das R abhanden gekommen vom Kratze. Er ist ja manchmal stumm, ne? In manchen Begriffen. Ja, und seitdem hieß die Kratze nur noch Katze. Also die Katze heißt Katze, weil das R nicht mitgesprochen wird. Ja. Ja, aber stumm. Weißt du, Katzen kratzen. Oh Gott. Ja, stimmt. Aber die Geschichte habe ich schon mal gehört. Und später kam es dann dazu, die zwei haben sich gut verstanden, die Katze und das Herrchen. Ne? Aber die Katze war total verschlagen und war eigentlich nur an den Wertgegenständen von dem jungen Mann interessiert. Da war es nämlich dann eine Raubkatze. Ja, aber das Härteste weißt du ja noch gar nicht über das Thema. Hm? Das ist nämlich die männliche Katze, der Kater. Wurde ja zeitgleich auf einem anderen Kontinent oder weit, weit entfernt von der Stelle, wo die Katze, die Kratze gefunden wurde, auch von einer Person gefunden, der Kater, ja. Und er hat halt auch gekratzt dann, als die Person den Kater liebgewonnen hatte und so weiter, wurde halt auch gekratzt, aber dieses Kratzen war tiefer, das glich mehr einem Krater. Und okay. Da wurde der Kater dann Krater genannt. Und da ist auch über die Jahre das R verloren gegangen in der Sprachentwicklung, ja. Und blieb halt nur noch Kater. Ich habe gehört, dass das ein Mann in Asien halt auch das Problem hatte mit dem Kratzen von den Katzen, ne, und mit dem Krater vom Kater. Dass der, Achtung, jetzt kommt und wird dich auch direkt triggern und flashen, was ich dir jetzt erzähle. Also okay, ich bin vorbereitet, ich hoffe, du sitzt, okay, ne? Hau raus, ja. Der hat dann, um die Krallen von dem Kater, der stumm, sorry, zu verstecken, hat er dem Stiefel angezogen. Alter, der gestiefelte Kater, oder? Ganz genau, der gestiefelte Kater. Ich hab's gewusst. Er stumm, der gestiefelte Kater. Ja, und Disney hat das dann gesehen, Walt Disney damals, da war ein Spaziergang, so schön durch die Innenstadt von Manhattan, und hat das gesehen und hat gesagt, ey, die Kratze, die hat Stiefel an. Da mache ich ein Märchen draus. Okay. So kam das dann halt auch zum Märchen vom gestiefelten Kater. Und? Bist du geflasht? Ja, es hat mich sofort getriggert, als du Dings gesagt hast, Stiefel. Ja, das ist ziemlich weird, ne? Du bist sofort getriggert, du kannst nichts dagegen tun. Aber es ist real, es ist real life. Haben wir wieder Wissen vermittelt heute? No? Also allein dafür hat sich ja eigentlich schon gelohnt, die Folge einzuschalten, oder? Bleibt so ein... Hopp, hier liegt noch eine Glock. Was hast denn du schon wieder? Ich hab Besuch. Yeah. Gehen Sie weg, junger Mann. Ich prügel Ihnen sonst meine Meinung ein. Oh, ich hab einen Cut. Super. Cut, Sir. Ja, denke, der Zombie hätte sich lieber Stiefel anziehen sollen. Ja, gut isoliert. Ne? Dann zieh mal an die Scheiße. Okay, und weggekartet. Okay. Also das ist Paris jetzt hier schon? MA5? Wo sind wir denn? Warte mal. Nimm an, du hast die Zelte hier schon durchblutet. Ach so, da unten. Ja, ja, alles schön auf, hier ist der Staubsauger schon durch. Ist noch nicht direkt in Paris, aber... Da war ein Lagerfeuer. Oh. Ach, Junge. Hat er mir einer eingeschenkt, du. Ach, Gunge. Ach. Oh.
Einstecken hat er nichts. Doch, der hat bloß einstecken. Hier war ein Logilli-Hut. Ja. Okay. Ja. Ja, ich habe ihn mal angezogen. Oh fuck, hat er die Nifte hier rausgelegt. So. Was sind das? Sah aus wie ein Lagerfeuer, es war aber von dem Gili. Kopfbedeckung. Also munitionsmäßig kann ich noch kein PvP machen. Ja? Ja, ich auch nicht. Wo bist denn hin? Ich bin in den Baracken. Baraka. Barracks. Hey, können wir mal irgendwie Street Fighter spielen? Ich will dich mal zusammenkleiden. Okay. Ich habe jetzt auf Epic, da kriegst du ja so ein Arcade-Scheiß hier. Also hier diese ganz alten Spiele kriegst du da geschenkt momentan. Da musst du mal noch zugreifen, solange wie es das noch gibt. Okay. Und das ist, glaube ich, bloß so ein Gamepack. Da sind über 100 Spiele drin. Also Arcade-Games von Super Nintendo, Amiga und so weiter. Mhm. Und das Hauptspiel kannst du halt praktisch auch gratis runterladen. Also muss man also ausprobieren. Leute, ich hab da gestern mal ein bisschen geschaut. Ab in den Epic Game Store. Ja, ich weiß aber nicht, ob das noch drin ist. Weil wir noch haben wir November und dann ist Dezember, wenn das Video kommt. Ach ja, stimmt. So. Hast du eine AK 47 oder wie Heißt? Yep. Wir haben einen Mac für dich. Geil, nehme ich. Nehme ich, bin ich der Erste, der hier schreit. Kannst du mir günstig abkaufen. Was willst du dafür haben? 47.000 Kronen. 47 Euro. Ne, 470 Euro, was? Was, Kronen? Falsch. Kronen, die gibt's ja gar nicht mehr. Doch. Oh ja, Kronen gibt's noch, tschechische Kronen. Tschechische. Oh, ich hab schon wieder Hunger. Hunger? Das sind die Hunger Games. Hunger Games. Hier drüben gammelst du rum. Da komm ich doch mal vorbeigeschneit, weißt du? Verstehst du? Ja, ja. So, da schneiden wir hier mal rein. Das ist ja cool, das sieht so cool aus mit dem Schnee. Ich weiß nicht, ich friere schon vom Spielen. Okay, das Tor ist auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Spielt ihr vom Frieren, friert ihr vom Spielen, also vom Zusehen, also das ist jetzt schon mit Absicht falsch ausgesprochen. Nicht wirklich. Wer misst wie, komm. Nee, dann nicht. Dann nicht, dann will ich die gar nicht haben. Also die Halle ist alle, also leer. Okay. Müssen wir mal was zu fressen ins Gesicht drücken? Warte. Verspüre einen Hunger. Danke. Oh. Nimm das Steak. Hätte gerne ein Steak. Mhm. Halb durch? Nee, das ist. Medium. Die haben wir doch mal gebraten vor über einem Monat. Ja, stimmt. Es müsste ja noch gut sein. Sicher. Wir waren ja nicht online, oder? Stimmt. Kopflampe brauche ich nicht. Na, obwohl, bei dir wäre es angebracht. Da könnte man sagen, du bist eine helles so schon Licht. Keine Leuchte, ne? Heute bist du wieder ein ganz helles Licht. AK, eine AK-12, eine AK, ich würde AK. Eine AK-12. Yo, wiggle, wiggle, wiggle. Dann run ich mal to you. Oh, hey, hier you are. What am I? Hier ist ein Krankenhaus. Da warst du bestimmt schon ein Auge drauf geworfen. Nein. Ist direkt hier über die Straße. Hm? Hinterher meiner Nase. Meine Jase. Meine Jase okay. Nuckt. Oh. Deine Nose? Hops. Ein kleines Hoppelhase. Hier, du Spasti. Rob. Hey. Du Hedley, komm hier lang. So. Ja, das ist alles oh, was? Nee. Geh du vor. Warum ich? Wer denn sonst?
Ich mach's nie. Ich gehe hier über den Zaun. Junger Mann? Ja. Der geht echt. Ich bin über die Mauer geklettert. Kommt der da hinterher? Ja, kommt er. Hi! Hi, mein Name ist Kai. Oh. Ja, das ist für die Krabbelaktion hier, du kleine Krabbelspinne. Und einen Mumbelnader einstecken. Mumbelnader. Nehme ich erstmal alles mit. Eine OP-Haube. Hm, ich habe hier einen Laborkittel. Ich hätte noch Codeintabletten. Oh, Verband nehme ich mit. Codeintabletten sind Schmerzmittel, glaub ich, ne? Ja. Obwohl, bei dir ist ja wurscht, du frisst ja bei einer Erkältung alles. Alles, was da ist. Alles, was, wo nachweisbar ein Pharmakonzern verantwortlich ist für. Richtig. Also alles, wo Bayer draufsteht. Aber das Krankenhaus ist ein bisschen buggy. Bei mir ist jetzt ein paar Mal das Gebäude verschwunden, als ich hochgelaufen bin. Okay, nachträglich reingesetzt, was denkst du? Ja, sicherlich, das ist eine gebaute Map, Alter. Also hat's ein Dotetracycline, wir haben Antibiotika. Das ist schon mal gut. Anabolika, oder was? Temperaturen, ja. Morphin-Auto-Injektor. Anabolika? Dotika. Warst du oben? Warst du upstairs? Yes. Und hast du was gefoundet? Da ist nothing. Ah. Nothing. Na gut, guck ich hier nochmal im Hinterzimmer. Eine OP-Haube war da oben. Hast du die aber nicht aufgesetzt, oder? Nee, warum? Oh. Frag ich mich auch. Schau mal, hier steht ein Police Car. Mit einer Scorpion. Brauchst du ja nicht, ne? Ja, Wind of Change oder was? Was habe ich denn jetzt wieder aufgehoben? Keine Ahnung. Einfach oh, mal. Gott sei Dank, Handschuhe. Na, hätte ich habe ein paar für dich. Ich habe jetzt Lederhandschuhe an. Ja, Alter, ich habe aber hier US Multicams No Clothes. Oh ja, die nehme ich. Die nehme ich. Komm sie her, junger Mann. Batz! Der hat gebellt. Putz! Gebellt. Ich habe einen Cut, Big. Kannst du mich kurz mal behüten? Ja, kannst du ja dich mit Handschuhen verbinden oder so. Eine Handschuhe habe ich an zum Verbinden. Okay. Oh, Mann. Machen meine ganzen schönen Klamotten kaputt, weißt du das? Nähzeug. Ein Nähzeug habe ich nicht. Aber ich. Das ist gut. Habt ihr ja auch Dings gegeben gehabt hier. So. Neue Winterhandschuhe. Ah. Passend zur Jahreszeit. Über den Hattet Preis werden wir uns schon einig. Denke ich, du hast ja eine ganze Packung ACP-Muni von mir gekriegt, ne? Klopfst du dich schon wieder? Bisschen. Putz, ist er umgefallen. Ich bin in den Zelten warm an den Grünen. Och, den sie weg. Oh, hier liegt eine AUG drin. Haben wir uns da drüben nicht unterhalten? Eine AUG? Hier ist er. Ja, hier ist er. Da liegt sie. M4 Griff. Du, hier stehen alles Armee-Container rum. Ja, Quantum. Hallo? Sorry, ja, ich hatte mich gemutet. Ich habe gerade gefightet, ja. Ich kann hier nicht immer auf deine lächerlichen Wachen eingehen. Okay. Hier ist ein Bahnhof. Wiedersehen. Waren wir hier schon? Ja. Ah, der hat sich festgepackt, sehr gut. Bahnhof? Bahnhof? Oh, Alter, zwei Zombies. Aber ein Katze. Aber ich kann jetzt nicht mit draufhauen, sonst hau ich dich. Ich bin gleich bewusstlos. Okay. Oh, aber ich krieg ja Besuch von einem. Eigentlich hätte der mit dem Schwung, den er angerannt kommt, hätte eigentlich sofort down gehen müssen. Boah, schon wieder ein Cut. Was hab ich denn für ein Immunsystem? Das ist eines Neugeborenen, denke ich mal. Was hast denn du immer gegen Neugeborene? Die halten mehr aus als du. Das sag ich doch. Oh, du hast bei mir ein gelbes Kreuz. Du vom deutschen Gelben Kreuz?
Es gibt ja Leute, die behaupten, ich hätte ein breites Kreuz, aber halt gelb, wenn du das sagst. Ist gelb, also jetzt ist weiß. Oh Gott, so, ich habe ein Virus. Nein. Gib mir gleich mal bitte Tetra. Ja, kriegst du von Tetra Pak. Tetraglycerol? Ja. Oh, meine ganze Jacke ist kaputt. Shit. Haben sie dich ganz schön zerpflegt, hm? Ja, es waren zwei, ist halt immer so. Sollst du die Jacke in die Hand nehmen? Bin du für einer? Der eine. Ich hab dir mal eine in den Link ins linke Nasenloch gedrückt. Super. Ja? Schmerzen? Diesmal werde ich sterben an einem Virus. Wir wissen ja, wie schwer es geworden ist, die Kacke loszuwerden. Wir kriegen das hin. Ich mach mir da nichts vor. Mal meine Ausrüstung flicken. Ah. Oh. Wo ist denn mein Neset? Okay. Was? Kann das nie reparieren? Leg die mal auf den Boden. Ja, ich brauch. Neset in der Hand. Nee, die Weste kannst du nicht. Brauch ich nicht. Neue. Warte mal, ich geb dir mal was. Hast du mir gegeben? Alter, tu mich nicht mit Medikamenten vollstopf. Ich mag das nicht. Aufgabe. Was? Pumpen. Ah. Du hast Schmerzen, ne? Ja, es geht so. Aber schon lange. Okay. Ja, shit. Im Krankenhaus war ja nichts, ne? Nicht wirklich, aber ist ja nicht so schlimm. Mir passiert das ja nicht ständig. Stimmt. Warte mal, den übernehme ich hier. Ich bin verletzt. Ach, der will doch zu dir. Warum? Weil ich verletzt bin. Stimmt, der riecht dein Blut. Ah, da kommt der Nächste. Komm ran. Bleib stehen. Alter, hör auf rumzukrebsen. Die Ausdauer wieder voll, da ist noch einer um der Ecke. Jetzt kommt er. Den nehme ich Wolli. Was? Erste. Alter, jetzt hat er mich doch getroffen. Kleine Ratte, ey. So. Gut, wie geht's dir? Ja, hat halt Schmerzen. Ach, neuer Charakter gibt's auch bei DayZ. Eine neue Überlebende. Obwohl das bei DayZ eigentlich eher im Hintergrund. Also von hier sind wir gekommen, ne? Nur mal so. Ja. Okay, dann haben wir uns verlaufen. Ich setz mir mal einen Marker. Ja, ich auch. Oh ja, okay. Ich hör dich jammern. Wir gehen mal die Straße hinter. Hm? Die Street? Main Street? Ja. Na gut, dann los. Da ist wenigstens schon Zombie-Clear, ne? Ne, da steht wieder ein neuer. Gehen wir hier durch. Ja, denke ich auch. Wozu unnötig auffallen, oder? Ja, richtig. Wie gefällt dir der Server bisher? Also die Map auf jeden Fall. Map? Der Server ist ja dann immer eine andere Sache, wie hart der gemoddet ist und so weiter. Also es ist schon sehr, sehr viel, sehr, sehr viele Mods drauf. Ich habe schon schlimme Server erlebt. Ja gut, gibt's auch. Ja, wo du 6 Türen öffnen musstest. Die alle in einer waren. Stimmt. Was? War hier hinter, ne? Pakistan war das, oder? Pakistan war das, ja. Wo du eine halbe Stunde brauchtest, bis das Brett aufgeht. Ja, Pakistan war schlimm. Aber haben die Vitamine aus dem Spiel rausgenommen? Ich habe schon so lange keine gefunden. Ich habe auch ewig lange keine Vitamin-Bottles mehr gefunden. Aber vielleicht finden wir einen Apfel. Hier auf dem Server gibt es übrigens wieder Äpfel. Ja, ich esse gerade einen Apfel. Sehr gut. Obwohl, ja. Ja, eigentlich sind wir mit der Folge auch schon wieder durch für heute. Was?
Ja, die Zeit rennt, Alter. Gar nicht. Wir haben nichts geschafft. Doch, wir sind nach Paris gekommen. Wollten wir ja. Aber ich habe mir Paris irgendwie anders vorgestellt. Schöner. Ja, ist halt im Winter. Der Winter freut nur die Kinder. Also, machen wir das Loch zu. Probier's gerade. Und, ah, ja. Ja, liebe Leute, wir hören uns dann in der nächsten Folge. Das war's für heute. Ich bin tödlich erkrankt und werde dahin siechen in den nächsten Folgen oder in der nächsten Folge. Schauen wir mal. Muss dann wieder zum Rob zurückrobben. Mhm. Er mein Loot sichert. Ja. Und über mein Blut kichert. Oh. Bei allem Essen und Trinken werde ich sichern. Aber sowas von. Komm, ich hab dir auch nie was weggenommen. Ja, nee, alles gut. Ich heb das auf. Guck, ich hab mal ganz viel Platz im Rucksack. Ich nehm das alles mit. Ich heb das alles. Halt dich schon ab. Alles gut. Okay, also, danke fürs Reinschauen, Leute. Und kommt gut nach Hause. Ciao, pass Leute. Ist glatt draußen. So, tschüss, macht's gut. Tschüssi.